Start Deutsch 1. Modellsatz hören. Dieser Test hat drei Teile. Sie hören kurze Gespräche und Ansagen. Zu jedem Text gibt es eine Aufgabe. Lesen Sie zuerst die Aufgabe, hören Sie dann den Text dazu. Kreuzen Sie die richtige Lösung an. Schreiben Sie zum Schluss Ihre Lösungen auf den Antwortbogen. Teil 1. Was ist richtig? Kreuzen Sie an. A, B oder C. Sie hören jeden Text zweimal. Beispiel. Ach, Verzeihung, wo finde ich Herrn Schneider vom Betriebsrat? Schneider, warten Sie mal. Ich glaube, der ist in Zimmer Nummer 254. Ja, stimmt, Zimmer 254, das ist im zweiten Stock. Da können Sie den Aufzug hier nehmen. Zweiter Stock, Zimmer 254. Okay, vielen Dank. Ach, Verzeihung, wo finde ich Herrn Schneider vom Betriebsrat? Schneider, warten Sie mal. Ich glaube, der ist in Zimmer Nummer 254. Ja, stimmt, Zimmer 254, das ist im zweiten Stock. Da können Sie den Aufzug hier nehmen. Zweiter Stock, Zimmer 254. Okay, vielen Dank. Nummer 1. Entschuldigung, was kostet dieser Pullover jetzt? Da steht 30% billiger. Einen Moment bitte. 19,95. 19,95 Euro? Ja, Euro natürlich. Okay, den nehme ich. Entschuldigung, was kostet dieser Pullover jetzt? Da steht 30% billiger. Einen Moment bitte. 19,95. 19,95 Euro. Ja, Euro natürlich. Okay, den nehme ich. Nummer 2. Ach, entschuldigen Sie bitte. Ja, bitte. Haben Sie eine Uhr? Wie spät ist es bitte? Ja, jetzt ist es gleich 5 Uhr. Was? Schon 5? Vielen Dank. Wiedersehen. Ach, entschuldigen Sie bitte. Ja, bitte. Haben Sie eine Uhr? Wie spät ist es bitte? Ja, jetzt ist es gleich 5 Uhr. Was? Schon 5? Vielen Dank. Wiedersehen. Nummer 3. Was wünschen Sie bitte? Ich hätte gern die Salatplatte und ein... Entschuldigung, die Salatplatte ist leider aus, aber die Bratwurst kann ich Ihnen empfehlen. Ganz frisch heute. Nein, danke. Ich esse kein Fleisch. Gibt es etwas ohne Fleisch? Ja, nicht mehr viel. Fisch oder Pommes? Fisch, tja, dann wohl die Pommes. Was wünschen Sie bitte? Ich hätte gern die Salatplatte und ein... Entschuldigung, die Salatplatte ist leider aus, aber die Bratwurst kann ich Ihnen empfehlen. Ganz frisch heute. Nein, danke. Ich esse kein Fleisch. Gibt es etwas ohne Fleisch? Ja, nicht mehr viel. Fisch oder
Pommes. Fisch. Tja, dann wohl die Pommes. Nummer 4. Haben Sie Kinder, Frau Heger? Ja, einen Sohn. Und wie alt ist er? 9 Jahre, seit gestern. Ach, dann geht er ja schon zur Schule. Ja klar, schon in die 3. Klasse. Haben Sie Kinder, Frau Heger? Ja, einen Sohn. Und wie alt ist er? 9 Jahre, seit gestern. Ach, dann geht er ja schon zur Schule. Ja klar, schon in die 3. Klasse. Nummer 5. Ach, entschuldigen Sie, wie komme ich denn hier in den 2. Stock? Die Rolltreppe da vorne ist kaputt. Da gehen Sie hier rechts um die Ecke und nehmen den Aufzug. Um die Ecke rechts? Aha, danke. Ach, entschuldigen Sie, wie komme ich denn hier in den 2. Stock? Die Rolltreppe da vorne ist kaputt. Da gehen Sie hier rechts um die Ecke und nehmen den Aufzug. Um die Ecke rechts. Aha, danke. Nummer 6. Guten Morgen, Herr Albers. So früh schon bei der Arbeit? Ja, ich habe noch viel zu tun. Morgen fahre ich doch für 3 Wochen weg. Ach ja, das habe ich vergessen. Wohin fahren Sie denn? Zu meinen Verwandten, nach Polen. Na dann, schöne Zeit. Guten Morgen, Herr Albers. So früh schon bei der Arbeit? Ja, ich habe noch viel zu tun. Morgen fahre ich doch für 3 Wochen weg. Ach ja, das habe ich vergessen. Wohin fahren Sie denn? Zu meinen Verwandten, nach Polen. Na dann, schöne Zeit. Teil 2. Kreuzen Sie an, richtig oder falsch. Sie hören jeden Text einmal. Beispiel. Frau Katrin Gundlach, angekommen aus Budapest, wird zum Informationsschalter in der Ankunftshalle C gebeten. Frau Gundlach, bitte zum Informationsschalter in der Ankunftshalle C. Nummer 7. Liebe Kunden, zu Weihnachten bieten wir Ihnen super Preise an. Zum Beispiel erstklassiger italienischer Weißwein für 12,78 Euro die Flasche oder exklusiver argentinischer Rotwein für 9,68 Euro. Besuchen Sie uns im 3. Stock. Frohe Weihnachten! Nummer 8.
Liebe Fahrgäste, wir sind kurz vor Würzburg. Sicherlich haben Sie schon Hunger. An der nächsten Raststätte halten wir für eine Stunde. Wir treffen uns wieder um 12:30 am Bus, aber bitte pünktlich sein. Nummer 9. Liebe Fahrgäste, bitte beachten Sie, das ist ein außerplanmäßiger Halt. Bitte hier nicht aussteigen. In ein paar Minuten erreichen wir den Bahnhof Bonn-Bad Godesberg. Nummer 10. Herr Stefan Jander, gebucht auf dem Flug LH737 nach Warschau, wird zum Schalter F7 gebeten. Der Flug wird in ein paar Minuten geschlossen. Herr Jander, gebucht nach Warschau, bitte nach F7. Teil 3. Was ist richtig? Kreuzen Sie an. A, B oder C. Sie hören jeden Text zweimal. Nummer 11. Telefonansagedienst der Deutschen Telekom. Die Rufnummer des Teilnehmers hat sich geändert. Bitte rufen Sie die Telefonauskunft an unter 11833. Telefonansagedienst der Deutschen Telekom. Die Rufnummer des Teilnehmers hat sich geändert. Bitte rufen Sie die Telefonauskunft an unter 11833. Nummer 12. Hallo Jan, hier ist Boris. Du, ich bin noch im Zug. Du holst mich doch vom Bahnhof ab. Ich warte an der Information auf dich. Hallo Jan, hier ist Boris. Du, ich bin noch im Zug. Du holst mich doch vom Bahnhof ab. Ich warte an der Information auf dich. Nummer 13. Mensch Jan, du Penner, hier nochmal Boris. Ich bin jetzt am Bahnhof. Und du? Wo bist du denn? Ich warte schon über 20 Minuten auf dich. Also 10 Minuten Zeit hast du noch. Bis 2. Dann nehme ich ein Taxi. Mensch Jan, du Penner, hier nochmal Boris. Ich bin jetzt am Bahnhof. Und du? Wo bist du denn? Ich warte schon über 20 Minuten auf dich. Also 10 Minuten Zeit hast du noch. Bis 2. Dann nehme ich ein Taxi.
Nummer 14. Guten Tag, hier Rogala. Wir können am Samstag leider nicht zu Ihnen kommen. Am Sonntag haben wir aber Zeit. Rufen Sie uns doch bitte zurück, ob Ihnen das passt. Danke. Guten Tag, hier Rogala. Wir können am Samstag leider nicht zu Ihnen kommen. Am Sonntag haben wir aber Zeit. Rufen Sie uns doch bitte zurück, ob Ihnen das passt. Danke. Nummer 15. Hallo Alex, Walter hier. Kannst du schnell mal rüberkommen? Mein Computer hat einen Fehler. Ich kann nichts drucken. Melde dich doch bitte gleich, wenn du nach Hause kommst. Hallo Alex, Walter hier. Kannst du schnell mal rüberkommen? Mein Computer hat einen Fehler. Ich kann nichts drucken. Melde dich doch bitte gleich, wenn du nach Hause kommst. Alles schneiden. Ich bin gespannt, wie es schmeckt. Ja. In kleine Schweinestücke, bitte. Ich weiß gar nicht.